Ich frage mich halt immer, wie weit die einen hören können. So, das sind Gott sei Dank immer noch Skelette. Also vor Galeonen habe ich wesentlich mehr Respekt, wenn wir auf einer Schaluppe unterwegs sind. Achso, wir müssen ja den Gangsterboss jetzt erstmal besiegen. Damit wir die neue Seite kriegen, ne? So, jetzt heißt es wieder Skelette suchen, damit wir die neue Seite bekommen. Okidoki. Ich hoffe, das geht gut. Unten in dem Loch. Nee, rechts rum. Ich sehe sie. Die Rundung rechts rumlaufen. Wait, andersrum. Ja, ich hab grad Schlange, Skelette und. Mach doch! Wenn du so hast, mach doch! Hey, jetzt habe ich schon mein halbes Obst aufgegessen. Bloß nicht schießen. Jetzt erstmal die Überbleibsel hier besiegen. Huch. So. Jetzt heißt es wieder übersetzen. Lass mal zum Schiff zurück. Dann haben wir das wenigstens im Auge. Oh, hier ist Schweinefleisch. So, letzte Chance, Shaw. Hol mir diesen Kelch. Ich will erst geweckt werden, wenn Gripper und du zurück seid. Bis dahin schlafe ich auf der 6. Douglas hat die Crew der Morningstar sofort erkannt. Mit seiner Hilfe konnten wir endlich den Feigling ausfindig machen, der mir entwischt ist. Gray Marrow. So, drei... Ja, so eine Schleife und so eine komische Blume. Die Schleife ist Kelch. Und die komische Blume ist... ist... Auferstehung. Okay, das ist quasi immer die Überschrift, denke ich. Sorry, ich muss kurz weg. Punkt. Drei Linien. Und Hut.
einen Punkt von Kraken. Neuer Zettel. Von Kraken. Aufgehende Sonne, also Osten. Blume, kleine Blume, Blume rechts. Blume. Süden zuwenden. Höhle. Okay, das ist die erste Zeile. Aber es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich Übersetzung kein Auge auf die Umgebung werfen kann. Zwei Pfeile nach unten, Ausrufezeichen. Zelt. Gehen. Gehen, wenn... Lager. Blume. Doppelter Hut. Süden. Kann jetzt nicht Süden, Osten heißen. Da ist so ein komischer Enterhaken. Süden. Aufgehende Sonne. Und da, also ich schreibe quasi Osten immer für aufgehende Sonne. So, dann wieder von... Nee, gehen, wenn... Felsen. Gehen, wenn... Felsen. Süden. Einstellung Sonne. Ich habe gerade eine Schaluppe gesehen da hinten. So. Gehen. Halbe Blume. Buddeln. Wieder das gleiche. Sieben Schritte. Schaluppe bei Shipwreck Bay. Fantastisch. Ist auch 1000 Meter weit weg. Das ist nicht Shipwreck Bay, sorry. Ach, keine Ahnung. So. Warum Kraken, Osten, Süden, Höhle? Ich liebe diese Insel. Nicht. Hier sind immer so viele Skelette. Das ist echt abartig. So. Osten. Vielleicht die Krakenzähne. Richtung Süden zu einer Höhle. Da gibt es keine Höhle. Richtung Süden. Vielleicht hier unten hin. Gehen, wenn Lager... Zurück zum Schiff. Jetzt...
Was? Wieso? Wer? Ja, Feuer! Ja, ich wollte ja nicht unbedingt eine Steuerkugel. Oh oh. Warum macht er einen Anker? Was machst du? Bist du ein bisschen verwirrt? Ist jetzt nicht unbedingt die Meisterleistung, würde ich mal sagen. Einfach so auf den Felsen preschen. Warum komme ich hier nicht hoch? Und wo ist der? Das tat weh. Ich glaube, er hat sich ausgelockt, aber hier sind noch Schätze drauf. Ja, Hauptsache erstmal irgendwelche Leute angreifen und wenn man den dann angreift, dann lockt er sich aus. Das ist doch auch ein bisschen komisch. Muss ich nicht ausgelockt haben, der kann auch einfach das Schiff versenkt haben. Ja, zumindest hat es so gekracht, als wenn das versenkt wurde. In dem Moment halt, als ich ihn platt gemacht habe. Yeah. Seine armen Schweine. Jetzt hat er sich das Schwein geholt oder was? Ja, diesmal hat es ja ganz gut geklappt mit der Harpune, ne? Ich dachte bloß, du willst das Schwein durchfüttern. Als wenn ich jetzt nicht so eine Südost-Hass nicht gesehen. Ist das jetzt noch ein Schädel? Wenn er doch auf Händlermission ist, dann kann er doch seinen Mund aufmachen und sagen, hallo, ich will nur Hühner sein. Ja, das macht vielleicht nicht jeder.
tut einem ja auch im Nachhinein leid, aber... Ja. Ich versuche mal wieder mein Glück. Auch wenn ich überhaupt keinen Plan habe. Ich habe das ja so verstanden, von wegen vom Kraken im Osten Richtung Süden zur Höhle. Und das habe ich quasi so verstanden. Oh, diese Schlangen, ne? Die gehen mir jetzt schon auf den Keks. So. Vom Kraken. Richtung... Aber die Höhle ist Nordwest Richtung Süden. Das passt doch nicht. Hier gibt es doch nur die eine Höhle. Ich gehe jetzt einfach mal nach unten. Richtung Süd. Da ist auch schon wieder eine Kiste. Richtung Süden zur Höhle. Zum Lager. Richtung Osten gehen. Sieben Schritte. Oh Gott. Das ist so ein komischer Code. Gehen, wenn Lager Süden. Richtung aufgehende Sonne. Gehen, wenn Felsen. Hä? Vom Kragen Richtung Süden zur Höhle sind wir jetzt gelaufen. Wir gehen. Wenn Lager dann Richtung... Wenn Lager in Richtung Süden dahin gehen. Ich habe echt keinen Plan. Weiter buddeln, so wie du. Wo bist du? Ich will das sehen. Am Strand. Westen. Nächste Höhle. Strand Westen. Ja, dann komm mal schnell zum Schiff, bitte. Die kommt doch jetzt erstmal nicht. Hast du deine Kiste wieder? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Die Brick kommt. Zumindest sehe ich hier zwei. Oder ich habe jetzt doppelt gesehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe jetzt vor Panik so ein bisschen doppelt gesehen. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Ballert irgendjemand. Jemand ballert. Das ist irgendwo da bei den Felsen. Vielleicht war es ja auch eine Brick und ein Skelly-Ship.
ein Mast fällt. So, jetzt habe ich aber... Bis dahin schlafe ich auf der 6. Was sieht denn aus wie eine 6? Also die Nachricht muss ja von Grey Marrow sein. So, Gripper, hör auf deinen Herrn. Ich muss ruhen. Während ich schlafe, bringst du mir den knochigen Schädel dieses Gauners Douglas. Wenn Captain Shaw Maul Befehle befolgen kann, habe ich bald auch die Mittel, um ihn zu uns zurückzuholen. Mein Ruheplatz ist mit H versehen im Friedhof. Mit H versehen im Friedhof. Hol mir diesen Kelch. Ich will erst geweckt werden, wenn Gripper und du zurück seid. Bis dahin schlafe ich auf der 6. Ich verstehe das schon wieder nicht. Wir müssen jetzt Grey Marrow finden. Und neben, links neben den beiden Codeseiten steht ein Text zu Grey Marrow. Und da steht, ich schlafe auf der 6. Aber was ist die 6? Oder ist es vielleicht Seite 6? Gibt es hier Seitenzahlen? Warte mal, ich glaube, Seite 6 ist gemeint und in dem Bild sind irgendwelche Zeichen drin. Der Hut, Norden. Und so ein Strich darunter. Warte, die muss ich jetzt abzeichnen. Einmal das Ding, dann das, dann in den Norden und dieses komische Dahnpunkt und Dahnpunkt, glaube ich. So, der eine Strich heißt Captain. Aufgehende Sonne. Nordstern. Captain, aufgehende Sonne, Nordstern und Crew. Ich habe null Plan. Lone Cove. A6, H6, Friedhof. Keine Ahnung. Da
Das könnte echt passen. Du kannst passen. Ich habe null Plan. Ja klar. Einmal ist das Haar und dann die 6. Das passt. Gut gemacht, Hase. Siehst du, so ergänzen wir uns. So, das werde ich ja in irgendeiner Art und Weise bestimmt sehr stark zusammengeschnitten haben. Weil, ja. Ich habe mir noch ein paar Mal den Code durchgelesen. Aber H6 ist natürlich sehr sinnvoll, das für die Karte zu verwenden. Gut, mal bitte ein bisschen langsamer, ich mache das Ruderboot eben voll. Gut, dass wir im nächsten Rätsel nicht übersetzen müssen. Wie langsam brauchst du noch? Da kannst weiterfahren. Dann neigt sich das Rätsel dann jetzt doch so langsam sein Ende zu. Na, Gott sei Dank. Also ich muss sagen, das gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsrätseln. Das Übersetzen war sehr anstrengend. Zumindest beim zweiten. Kann sein, dass die Brick gleich zum Außenposten kommt. Und ich ihn eventuell gerade verraten habe durch mein Sprechen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. No, wir kommen wieder ins schöne Gebiet. Immer diese Wracks, die sich einen in den Weg stellen. Aber nein, jetzt bin ich auch noch alleine unterwegs und mit zwei wertvollen Sachen an Bord.
das könnte haarig werden, wa? Da sind sie nicht mehr zu sehen, das heißt, die müssen... Die folgen uns. Ich hoffe mal nicht. Aber irgendwie hat das so ein bisschen den Anschein. Also es sieht so ein bisschen aus, als wenn die uns haargenau hinterherfahren. Brick hat nicht Halt gemacht, die ist weitergefahren. Die ist am Posten vorbei. Ja, und wenn ich mich jetzt umdrehe, sind die genau auf einer Linie, zwar weiter weg, aber genau hinter uns. Beeile mich mit dem Abgeben und dann würde ich mit dem Fass runterspringen. Bald noch 6-7 Köpfe oder so. Ist der Kelch in der Truhe? Ja. Dann packe ich das gleich zumindest schon mal drauf. Das können die einem ja nicht mehr wegnehmen dann. Das ist richtig. Die können höchstens unseren Skelettkampf machen. Ja, das ist ja dann nicht mein Problem, oder? Dann ist er doch für uns auch erledigt. Ich glaube, diesen Kampf musst du tatsächlich nur gewinnen. Du kriegst da nichts mehr zum Abgeben.